Ja, hier ist wieder der Pum mit seinem Let's Play von Oddworld Abe's Odyssey. Und wir haben jetzt ja hier dieses tolle Elum bekommen und können mit diesem wunderbar hier dieses Hindernis überspringen. Ja, klappt doch wunderbar. Und sind somit schon einen Schritt näher zum Tempel gekommen. Allerdings sind wir noch nicht da und was mich bis dahin erwartet, ich weiß es nicht wirklich, weil ich nicht wirklich hier gerne Scribania spiele. Okay. Ja, das klang doch mal sehr gut. Ich hoffe, der wartet. Okay, das war nichts. Verdammt. Das war aber auch gemein. So, dann komm du mal mit. Und zwar mit Vollgas. Zack. Ich hoffe, das klappt jetzt auch wieder so alles. Muss ich mir auch wieder das blöde Passwort anhören, habe ich zwar keine Lust drauf, aber. So, jetzt klappt das Ganze aber besser. Weil, ja, klappt einfach besser. So, können wir auch am Hebel ziehen, ohne dass die fliegende Mine. Ja, das nehmen wir uns auch nochmal mit. Kann ja nicht schaden. Du kommst jetzt auch einfach wieder mit. Schnell, 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 schnell. So. Da geht es noch weiter. Ja, gar nicht gut. Wie machen wir das denn jetzt hier? Du wartest erstmal. Und hier kriegt man bestimmt jetzt irgendeine Melodie zu hören und ob das wird. Naja, das ist ja noch machbar. Allerdings, na, das war auch nichts. Schade. Mal, jetzt darf ich noch mal alles machen. Auf ein neues. So, Anlauf nehmen. Hier wieder runterkraxeln. Kann ich dem eigentlich hier direkt die Melodie vorspielen? Okay, das war die falsche, aber egal. Wunderbar. Auch wunderbar. Und jetzt das gleiche nochmal. So, so und so und so. Holen wir den Aufzug wieder hoch. Das Viech kommt jetzt auch wieder mit. Ne, nix, hallo. Oh, ja. Ja, komm. So. Eigentlich brauche ich das gar nicht. Weil die Melodie, die war so einfach. Ja, kann ich mir merken. Gerade eben. Ich glaube, dich packe ich mal hier.
um die Ecke. So. Und jetzt kann ich mal gucken, was da so passiert. Folge mir. Ja, warte mal. Folge mir war falsch. Ja, renn gegen die Wand. Hallo, hallo. Passwort. Okay. Ausgezeichnet. So. Jetzt hole ich mir hier wieder das tolle Minenexplodierding. Hallo. Hallo. Oh. Mhm. Okay. Wunderbar. Jetzt blinkt der auch wieder schön und ich werde jetzt mal gucken, was sich hier so machen lässt. Ganz toll. Hallo. Nämlich nichts. Wieder alles von vorne. Ja, tut mir ein bisschen leid, dass ich jetzt hier so ein bisschen ungeschickt bin. Kann ich aber nichts für. Weil das ist so ein bisschen blind gespielt, ein bisschen sehr viel. Ist halt eben schon ein wenig älter. Und da kann man sich ja nicht an alles erinnern, wie das alles ging und muss man wieder den besten Weg finden. Ja, das kann ich mittlerweile auswendig. Das kann ich auch mittlerweile. Och Mensch. Hallo. Oh, da war ich zu schnell. Hallo. Hallo. War doch richtig. Hallo. Ach Mann, jetzt muss man sich den auch noch anhören. So, so und so und dann das. Okay. Ja. Haben wir hingekriegt. Hallo, hallo. So, spielen wir nochmal das Lied vom Tod. Okay. Folge mir. Warum habe ich das eigentlich gerade gemacht? Wenn man das doch überlebt. Hey. Hallo. Hallo. Gut, auf ein neues. Okay. So, und jetzt. Na, wenn das mal nicht gut war. Komm her. Aber wie ich mich kenne, falle ich jetzt bestimmt in dieses Loch da rein. Und dann war es das. So und so. Ja, wunderbar. Und weh, der speichert jetzt nicht. Ach Gottchen. Das ist da irgendwas, worauf man nicht wirklich Lust hat. Aber geschafft. Das ist die Hauptsache. Und stehen bleiben ist nicht. Gemeine Sache. Kommt hier noch was? Sieht nicht so aus. Da ist ein Steinsack. Wie soll ich denn da hin? Mach nach oben. Na gut. Ach Gottchen. Guck mal, diese Honigviecher. Ja. Gute Frage. Gucken wir erstmal oben. Da ist auch nichts Spannendes. Nun gut, gucken wir mal hier so, was es hier so Nettes gibt. Nichts. Ja, ich falle ins Loch. Ich hoffe, ich muss jetzt wieder nicht ganz von vorne anfangen. Das wäre deprimierend. Und das wäre gemein. Ja, okay, das ist okay. Hier warte ich gerne, weil... Aber irgendwie interessiert mich immer noch, wie soll ich denn da hin? Oder geht das noch hier lang? Ach, da geht's auch noch lang.
Das Elum liebt Honig, hasst aber Bienen. Weit nicht. Das hilft mir jetzt auch nicht. Nicht wirklich. Na gut, gucken wir mal hier, weil hier sah ja noch ein bisschen vielversprechend aus. Das haben wir schon mal überlebt. Okay. Das war nix. Und der hat mich gesehen. Aha. Das hilft mir jetzt inwiefern? Ah, indem ich einen Stein da rausbekommen habe. Ein. Ganz toll. Ach Gottchen. Na, welcher ist denn geschickter von denen? Ich tippe mal auf den. Weil ich... weiß ich nicht. So, das ging ja schon mal gut. Hallo. Hallo. Oh, wunderbar. Mal gut, dass ich hier nur den einfachen genommen habe. Stellen wir uns mal hier hin. Ja, das hat seinen Zweck erfüllt. Einmal kurz aufgeräumt. Du brauchst Bienen, ja? Aber nee, nicht stechen. Ihr seid gemein. Ha, Glück gehabt. Ja, ja, ja. Haut mal schön da ab und du kommst jetzt schön brav mit. Wehe. Nicht einfach wieder hier irgendwelche komischen Honigdingsies aufsammeln. Und ich würde sagen, wir bleiben hier drauf, weil dann sind wir ein bisschen schneller. Schneller auf dem Grund. Oh Mann. Jetzt muss ich bestimmt wieder alles von vorne machen. Bäh. Ich kenne mich, oder? Boah, wunderbar. Wie gnädig. Muss ich doch nicht so viel wiederholen, sondern einfach nur ein bisschen später. Na, das ist mir egal. Und hier jetzt auch. Ui, ui. Gut. Reaktionszeit war vielleicht ein bisschen zu langsam. Aber nur ein bisschen. Immerhin starten wir jetzt direkt da. Haben wir denn hier noch irgendwas? Ach Gottchen. Ach Gottchen. Wie gemein. Naja, springen wir jetzt erstmal wieder hier rüber. Oder auch nicht. Hey, und die Mine ist dabei noch ausgelöst, ja. Was will man denn mehr? Sprich, ich kann jetzt hier einfach mal schnell lang hüpfen. Weil sieht mich ja eh keiner. Okay, jetzt muss ich den hier leider alleine lassen. Ach, oder auch nicht. Kann ich mit dem bis ganz nach unten? Kann ich sogar. Ja, genau, komm mal mit. Fahren wir wieder hoch und dann gucken wir mal weiter. Also da muss ich auf jeden Fall einen Stein hinwerfen. Ich hoffe, der liegt da unten. Tut er. Der war da mal richtig gut geworfen. So, das Elum bleibt hier. Ich fahre hier runter. Und was sich hinter dieser Hand verbirgt, werdet ihr natürlich erst im nächsten Part sehen, weil die 15 Minuten sind schon wieder rum. Von daher sage ich mal, bis später. Der Pump.